Frau Tarasch? Ja, wer sind Sie? Es tut mir leid, aber an der Rezeption sagte man mir, ich würde Sie hier finden. Wir haben heute einen Termin. Vor 9,5 Jahren hatte ich hier in diesem Türrahmen im Fitnessraum meinen ersten Auftritt als Nils Heinemann. Und heute ist es soweit. 9,5 Jahre später war mein letzter Drehtag hier in meinem Fitnessraum, der extra für mich eingerichtet wurde, der damals ganz neu war. Unzählige Geschichten habe ich hier erlebt. Und jetzt ist es vorbei. Die Serie hat ein Hotel gekauft in Thailand und ich kann die Tauchschule übernehmen. Ich habe alles geregelt, mein Vertreter übernimmt die Kurse. Ab jetzt, ab sofort, oder was? Ja. Haben Sie sich das auch gut überlegt? No risk, no fun. Ich freue mich für Nils, dass er doch dann jetzt mal was Spontanes gemacht hat und relativ spontan für seine Verhältnisse auf den Vorschlag von D-Serie eingegangen ist, sie nach Koh Phi Phi zu begleiten. Und die beiden hat immer was verbunden und Nils hat das wahrscheinlich auch immer so ein bisschen weggedrückt, weil dann Tina Lange im Vordergrund war. Und ich finde es auch da schön, dass er sich spontan auf diese Liebe einlässt. Du bist nicht gekommen, um einen Rückzieher zu machen, oder? Keine Sorge. Ich habe vorhin mit Tina gesprochen. Und? Hat sie dir eine große Liebeserklärung gemacht? Wir werden Freunde bleiben. Das ist gut. Happy End für alle. Kein Herzschmerz für niemanden. Es ist Licht am Ende des Tunnels und dass sich das jetzt so erlöst, ist natürlich total toll. Also, ob es dann wirklich so funktioniert mit den beiden, das weiß man natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Happy End, mit dem die beiden den Fürstenhof verlassen und das ist natürlich toll. Ich habe hier etwas für dich vorbereitet und ich würde sehr gerne wissen, wer denn diese Geschlechtsgenossinnen auf all diesen Bildern sind und was dir mit denen so passiert war in der Vergangenheit. Klär mich auf. Und suchst du die aus oder ich? Du bitte, ja? Ich möchte die am liebsten gar nicht anfassen. Aus der Mitte? Oh, oh. Das ist gleich die härteste Konkurrenz. Ja. Das ist Rolle Sabrina, ja. Mit der Nils sehr, sehr glücklich war. Verheiratet. Die allerdings dann verheiratet. Einen Unfall hatte, gelähmt war. Und während sie dann nach Japan zu der rettenden OP geflogen ist, ist das Flugzeug abgestürzt. Und ihr Vater hat das überlebt, der André, aber sie ist leider gestorben. Und dann begann für Nils eine sehr, sehr schlimme, traurige Zeit. Ich will dich lieben und dir treu sein, in guten wie in schlechten Tagen. Meine Lieblingsgeschichte oder ja, die Geschichte, die mir besonders in Erinnerung bleibt und immer bleiben wird, war der Tod von Sabrina. Also mit Sabrina war Nils ja wirklich wahnsinnig glücklich. Ich glaube, das war auch die Frau seines Lebens. Und der tragische Flugzeugabsturz, das hat ihn sehr mitgenommen und da hatte ich sehr lange was Schönes zu spielen. Dann. Die kennst du nicht, oder? Nee, ja. Wie toll. Ja. Nee, Elena Majori, für diese Frau hat Nils seine Frau Tanja Lieberts verlassen, Tanja Heinemann, war sehr glücklich mit ihr. Leider hat sie ihn auch verlassen. Die Geschichte war sehr tragisch, weil Nils unbedingt ein Kind möchte und sie Nils kein Kind schenken kann. Und deswegen hat sie ihn dann alleine zurückgelassen. Nein, sie hat ihn verlassen. Aber das ist ja auch ein bekanntes Phänomen, ne? Dass man bei so viel Tragik ja. Das hält man nicht mehr aus. Also für Nils war das sehr tragisch. Gut, dann nehme ich hier. Och. Wen haben wir denn da? Die kennst du ja selber. Ja, sie. Da kannst du eigentlich was dazu erzählen. Naja, das ist die Christine, ne? Unser Schnittchen. Und dort ist, glaube ich, spielt ihr einen Traum. Ja, ist natürlich wunderbar. Du als Froschkönig, sie als wunderschöne Prinzessin, die goldene Kugel noch in der Hand. Herrlich.
Ja, und die Frau direkt vor dir. Die hat dich direkt vor dir. Ach so. Genau. Nein! Das ist eine Überraschung. Hallo. Du kannst ja schon gehen. Ich sehe dich, es funktioniert. Schön. Es funktioniert. Geht's dir gut? Ja. Also auf dem Weg der Besserung. Aber es geht ja gar nicht um mich, es geht um dich, Flo. Ja, und weißt, dich zu sehen. Und weißt du auch warum? Nein. Um es um mich geht? Weil heute mein letzter Tag bei Sturm der Liebe ist und es ist sehr schön, dass du anrufst. Ich wusste natürlich, dass es dem Ende zugeht. Nicht mit dir, sondern mit der Rolle. Aber das war ja klar, dass du nicht drum rumkommst, dass ich mich auf jeden Fall bei dir melde, wenn ich schon nicht persönlich da sein kann. Sehr schön. Und du bist ja sowas wie mein persönlicher Glücksbringer, muss man ja sagen. Denn was wahrscheinlich keiner weiß, du warst mein Anspielpartner beim Casting. Stimmt. Und, und ich konnte es nicht verhindern. Obwohl du alles getan hast. Du hast alles, wirklich alles getan, das kann ich wirklich mal so sagen. Aber selbst das hast du nicht verhindern können, dass wir auf eine Liebesgeschichte zugesteuert sind. Ja. Es bahnte sich an. Ja. Und du hast dich aber dann doch nochmal erfolgreich gedrückt. Glaub mir, ich hätte alles getan, dass es nicht so ist. Ich hätte das sehr, sehr gerne mit dir so gespielt, wie es eigentlich geschrieben war. Und ich möchte von Herzen, auch wenn ich das jetzt aus der Entfernung tun muss, sagen, was für eine schöne Zeit das mit dir war und wie sehr ich es genossen habe, jede Szene mit dir zu spielen. Und es war so von Vertrauen geprägt, von Lachen, von ja, einfach ganz tollen Momenten. Und ich weiß, dass wir uns ja privat auf jeden Fall wiedersehen. Auf jeden Fall. Aber jetzt, wenn ich mit dir so rede, kommt zum ersten Mal so richtig der Abschied so ein bisschen durch. Nein, ja. Aber ich denke sehr, sehr viel hier an dem Ort, an dem ich bin, denke ich an dich und meine Gedanken begleiten dich auf jeden Fall. Schön. An deinem Tag, an deinem Großen und in Gedanken werde ich mitklatschen, ganz heftig. Gut. Ciao. Oh. Über wen reden wir jetzt? Das Rechte ist Nils erste Frau und das ist die Tochter von den Sonnbichlers, Marie Sonnbichler. Und wegen Marie Sonnbichler ist Nils überhaupt an den Fürstenhof gekommen. Ah. Ja. Hielt nicht lange die Beziehung. Und er hat dann danach die Tanja kennengelernt. Tanja, mit der er lange verheiratet war. Ich habe jetzt ein bisschen reingespitzelt. Kennst du sie? Ich kenne sie. Dann such sie mal raus. Ich glaube, hier, oder? Ich glaube, sie war ja auch lange da. Genau, das ist Tanja Lieberts, spätere Tanja Heinemann. Wir waren verheiratet und Nils war sehr lange mit ihr sehr glücklich. Ja, und von ihr und von Dr. Niederbühl ist auch der Fabienne. Also sie ist die Mutter von Fabienne. Das wusste ich nicht. Genau. Das mit Desiree, das ist... Ich kann es dir gar nicht richtig erklären, aber da ist einfach was. Und das wollt ihr jetzt eben herausfinden. Ich hoffe nur nicht, dass du es bereust. Und falls du es bereust, dann kommst du halt einfach wieder zurück. Ach, mein Großer. Und auch wenn jetzt 9000 Kilometer zwischen uns liegen, ich bin immer für dich da, Fabian. Und du kommst mich so schnell wie möglich besuchen, ist das klar? Ich find's natürlich total blöd, dass er geht. Ich hatte immer so viel Spaß mit ihm. Wir haben viel, viel, viel Quatsch gemacht. Und ich muss dazu sagen, am Anfang dachte ich immer, beim ersten, zweiten Drehtag, dass es ein so unsympathischer Kerl ist. Aber dann haben wir gedreht. Und dann hat's gepasst. Es hat echt gepasst. So, jetzt seid ihr live dabei bei Nils Abschiedsszene. Er verlässt jetzt zusammen mit der Desiree den Fürstenhof. Und beide sind auf dem Weg zum Flughafen in ein glückliches Leben. Ich hab dich lieb, Fabienne. Pass auf dich auf. Mach ich. Kannst du da? Ja, es ist traurig. Ich denke, er ist eine total beliebte Figur und er war einfach Teil. Er ist Teil der Familie.
Mein lieber Flo, ich werde dich vermissen. Pass gut auf dich auf und überleg dir immer ganz genau, welche Klamotte du anziehst, wenn du privat joggen gehst oder als Trainer. Das musste sein. Lieber Flo, ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Abschied ist zwischen uns beiden. Wir sehen uns sicherlich wieder. Es hat mir großen, großen, großen Spaß gemacht mit dir. Du bist ein toller Kollege, ein Sonnenschein, mit dem es wirklich leicht fällt, eine Liebesgeschichte zu spielen. Das ist ein Geschenk und eine Freude. Und ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Wir sehen uns. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr so lange treu wart, für all die Zuschriften, für all die Autogrammwünsche, für all die Facebook-Kommentare, für all die Nachrichten, die ihr mir schreibt. Es ist einfach wirklich schön zu sehen, dass das, was wir hier machen, oder in diesem Fall das, was ich hier mache, dass euch das so gut gefällt. Vielen, vielen Dank für diese lange, schöne Zeit. Musik